Andere beliebte Wassermann-Berufe wären in etwa Künstler, Forscher, Schauspieler, Politiker, Philosophen, denn Ideenwelten, die liegen dem Wassermann besonders, damit aber auch Ideologien und gesellschaftliche Netzwerke, darum eben auch Politiker, weil ein Wassermann liebt es ja, Dinge zu verändern und gerade gesellschaftlich Dinge zu verändern. Wieso dann Künstler oder Schauspieler? Das liegt mehr an der Energie des Zeichens Wassermann, dass Wassermänner oder Wassermannfrauen gerne ein wenig besonders außergewöhnlich exzentrisch sein wollen oder auftreten wollen. Das kann natürlich auch sehr versteckt sein und nicht offensichtlich. Aber diejenigen, die sich für Schauspiel interessieren, die können natürlich damit gesellschaftlich anerkannt auch mal exzentrisch, besonders und ungewöhnlich sich darstellen. Sie können sich verkleiden und in ganz andere Rollen und Welten schlüpfen. Der Wassermann hat auch sehr viel Humor, liebt die Komik, liebt es eben geistige Experimente zu machen, liebt es mit der Sprache umzugehen, was für alle Luftzeichen typisch ist. Also wir haben ja auch in Luft noch Zwilling und Waage. Und Zwilling wird beherrscht von Merkur, die Waage von Venus und Wassermann, wie gesagt, von Uranus. Merkur ist der Planet der Sprache. Venus, bei Venus geht es unter anderem neben Beziehungsthemen auch um Kunst. Und in Wassermann treffen sich eben oft gerne Leute, die gern sprechen, künstlerisch aktiv sind, politisch aktiv sind oder einfach neue Dinge und Welten erforschen. Eines noch von diesen drei Luftzeichen: Wassermann ist das fixe Luftzeichen. Es gibt ein kardinales, also in Gang bringendes Zeichen, das sehr initiativ ist. Das wäre die Waage. Es gibt ein bewegliches Luftzeichen, das wäre Zwilling, das eben sehr flexibel und variabel ist. Und ein fixes, das versucht, die elementare Energie zu befestigen. Das klingt erst einmal überraschend und ungewöhnlich für das äußerst ideenfreudige Zeichen Wassermann. Aber die Befestigung des Geistes und der Gedankenwelt ist ja auch schwierig und eigentlich kaum zu leisten. Darum baut sich der Wassermannmensch, der stark betonte Wassermannmensch, häufig Ideologien. Da kann er seine geistigen Experimente sozusagen dann doch in irgendeiner Form wieder in eine Struktur bringen. Vergessen wir nicht, der klassische Herrscher von Wassermann ist der Saturn, der eben gerne Strukturen baut. Darum gehört das Zeichen Wassermann auch zur Astrologie. Und die Astrologie liebt es ja auch, geistige Systeme zu bauen und zu erforschen. Ich denke, unter den Wissenschaften, die sich die Menschheit ausgedacht hat, gibt es kaum ein komplexeres, offeneres, spannenderes geistiges System als die Astrologie, die Sternenwelten, die kosmischen Welten verbindet mit dem Irdischen, mit dem Materiellen, mit dem Praktischen. Wie heißt es bei Hermes Trismegistos, dem Urvater aller spirituellen Disziplinen? Wie oben, so unten. Und das Zeichen Wassermann versucht uns nach oben in die Himmelshöhe zu führen, weg von der Erde, weg vom Körper und von der Materie. Damit betreten wir auch ein Schattenthema,
des Zeichens Wassermann, nämlich eine gewisse Art von Körperfeindlichkeit. Sich abgrenzen von zu viel Triebhaftigkeit oder Körperlichkeit. Ein sehr stark Wassermann betonter Mensch lehnt teilweise sogar den Körper ab. Er möchte das triebhaft-körperliche Schwache überwinden. Also Menschen, die so Cyborg-mäßig beginnen, sich möglichst viele Maschinenteile in ihren Körper einzupflanzen, um sich zu optimieren, die haben garantiert irgendwo starke Wassermann-Einflüsse. Während die Erdzeichen Stier, Steinbock, Jungfrau eben sehr sinnlich veranlagt sind, gerne ihren Körper spüren, andere Körper berühren, tut sich ein Mensch mit Wassermann-Aszendent oder mit sehr vielen persönlichen Planeten im Zeichen Wassermann normalerweise damit schwer. Auch eine Distanzierung von seinen Gefühlswelten kann bei Wassermann leicht stattfinden. Das Element Luft hat eben auch mit dem Element Wasser so seine Probleme. Die Komplexität des Sternzeichens Wassermann auch nur annähernd zu beschreiben, ist eigentlich unmöglich. Wassermann liebt alles Vernetzte, holographisch ineinander verschränkte, fraktale Systeme, wo ein Bruchteil für das große Ganze steht. Wassermann liebt damit auch das symbolische Denken, ein scheinbar abstraktes steht dann für etwas Konkretes, Irdisches. Damit wird wieder Himmel und Erde verbunden, vernetzt. Wassermann liebt auch die intuitive Interpretation, die dennoch dann zu etwas logisch Greifbarem und vom Verstand Erfassbarem führen möchte. Anders als das letzte, 12. Sternzeichen Fische, das dann die Intuition in Bereiche führt, wo man gar nicht mehr das Bedürfnis hat, zu verstehen, sondern nur noch sich hinzugeben. Wassermann als Luftzeichen, das eben gern unser Gehirn herausfordert, möchte sehr gerne Systeme durchdringen und verstehen. Körperlich könnten deswegen Probleme mit dem Nervensystem auftreten. Das betrifft viele Luftzeichen. Speziell eben mit dem Gehirn. Bei Wassermann oder auch starken Einflüssen von Uranus entstehen häufig plötzliche Erschütterungen. Wir können uns Uranus wie Starkstrom vorstellen. Also körperlich gesehen wären zum Beispiel Schlaganfälle, Gehirnblutungen, ähnliche plötzliche, heftige, starke Ereignisse die negativsten Folgen. Ansonsten haben Einflüsse über Wassermann-Planeten eben auch grundsätzlich mit Unruhe, Nervosität, mit Stresserscheinungen etc. zu tun.